Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei HolyLOL. Ihr wundert euch sicherlich, warum die letzten Tage und ja mittlerweile auch Wochen kein Video gekommen ist. Ihr seht es sicherlich jetzt mittlerweile schon im Hintergrund. Ich habe mir die Knochen gebrochen, heißt also das Schienbein und das Wadenbein. Hier auf dem Bild sieht man aktuell, ich habe gerade kein anderes zur Hand, sieht man nur mein Schienbein. Ich habe einen Nagel drin. Von oben vom Knie bis unten zum Sprunggelenk. Wenn wir hier unten schauen, da unten sind zwei Nägel drin und der untere Nagel ist etwas über dem Sprunggelenk. Heißt also ziemlich scheiße. Es tut auch saumäßig weh, deswegen zocke ich auch zurzeit relativ wenig bis gar nicht. Und natürlich Videoschneiden, Sitzen ist alles nicht so angenehm. Ich liege viel und hoffe, dass es mir bald wieder besser geht. Es wird sich aber noch eine Weile hinziehen, aber sobald ich natürlich wieder etwas fitter bin, meine Beine bzw. mein Bein weniger schmerzt, werde ich natürlich auch wieder Videos machen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Es war eine extrem komische Sache. Am 26.12. bin ich rausgegangen. Es hat wohl etwas Eisregen gegeben und eine kleine Treppe vor unserem Haus. Drei Stufen waren sehr vereist und ich bin, ja, ohne zu gucken, ohne vorher mal zu prüfen, auf die erste Stufe gestiegen und ja, bin dann wie ein Vogel ohne Flügel auf dem Boden aufgeklatscht. Dann habe ich da eine ganze Weile gelegen. Der Krankenwagen hat natürlich auch auf sich warten lassen, weil war natürlich Eisregen, Straßen waren vereist, ganz klare Sache. Hat locker 20 Minuten, 25 Minuten gedauert, bis der Krankenwagen da war. Ich habe da auf dem Eisboden gelegen und mit Decke und konnte mich nicht rühren, weil jede Bewegung sehr, sehr schmerzhaft war. Ihr seht das auch da. Der Knochen ist ja nicht nur einmal gebrochen, der ist ja 3, 4, 5 Mal und dann der Nagel dadurch jetzt bei der OP. Aber das ist ein anderes Thema, das kommt in einem anderen Video nochmal. Ich werde hier jetzt mal meine Leidensgeschichte auf Video bannen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da immer zuschauen und auch abonnieren, dann kriegt ihr immer mit, was Neues passiert und wie es mir ergangen ist. So, jetzt waren wir beim Krankenwagen. Der Krankenwagen ist angekommen, die haben mich angeguckt. Ja, und ich musste länger liegen, weil die mussten erst noch einen Notarzt rufen, um mir ja, Schmerzmittel geben zu können, vernünftige, um mich überhaupt in den Krankenwagen reinzukriegen. Ich habe dann nochmal locker 20 Minuten da gelegen, heißt also mittlerweile schon 40 Minuten auf dem Eisboden. Man unterkühlt natürlich dann auch, ist ganz klar. Und als dann der Notarzt da war, ja, war die Odyssee noch lange nicht zu Ende. Der Notarzt hat mich erstmal angeschaut, hat mich gefragt, welche Vorerkrankung, bla bla bla. Das kennt ihr sicherlich, beziehungsweise könnt ihr euch denken, was der alles gefragt hat. Dann habe ich ein Schmerzmittel und ein Sedierungsmittel bekommen, was extrem komisch war. Ich weiß bis heute nicht, was da drin war. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich gleich drauf gehen würde. Ich habe die Augen aufgemacht, ich habe nichts mehr gesehen. Ich war blind. Ernsthaft, ohne Witz, ich konnte nichts mehr sehen. So ein komisches Schmerzmittel oder Narkotika oder was weiß ich, was das war. Ich habe auch dann ein paar Filmrisse, aber an einiges erinnere ich mich noch. Wie sie mich da auf die Bahre auf mit so einem Rettungstuch, mit so einem, ja, so einer Rettungsmatte haben sie mich auf die Bahre getragen. Dann haben sie mir die Schuhe aufgeschnitten und die Hose und alles. Ja, das war auch nicht angenehm. Und dann mussten sie natürlich mich hinlegen, mein Bein gerade machen. Freunde, ich sag euch was, das war der schlimmste Schmerz, den ihr euch vorstellen könnt. Ich habe noch niemals in meinem Leben so einen Schmerz erlebt. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Trotz Sedierung, trotz Schmerzmittel, trotz Narkotika, trotz was weiß ich, was der mir alles gespritzt hat. Fast nicht ertragbar. Also ganz ehrlich, ich habe wirklich gedacht, jetzt geht's zu Ende. Das war's. Ich gehe drauf. So, jetzt geht's los. Ich liege im Krankenwagen, komme ins nächstgelegene Krankenhaus. Super tolle Geschichte. Sie haben mich geröntgt. Alles toll. Haben gesehen, Wadenbeinbruch, Schienbeinbruch, ja, OP.
jetzt kommt die Story. Die konnten mich nicht operieren, weil sie keinen Marknagel da hatten. Diesen Nagel, der jetzt mittendrin in meinem Schienbein steckt, von oben bis unten, hatten sie nicht da. Heißt also, ich musste in ein 60-70 Kilometer entferntes Krankenhaus gebracht werden. Wegen dem Eisregen ist kein Hubschrauber geflogen. Heißt also 60 bis 70 Kilometer in einem Krankentransport. Herzlichen Glückwunsch. Vor allen Dingen die Straßen. Ihr kennt die Straßen in Deutschland. Gehuckel, Gerampel, Geruffel. Nur Löcher in der Straße. Interessante Geschichte. Angekommen dann im Krankenhaus. Halt, eins noch dazu zu sagen. Die mich dahin gefahren haben, das waren zwei sehr nette Damen von den Johannitern. Wirklich, falls ihr das seht, ihr kennt mich zwar nicht, also ihr wisst nicht, dass ich das bin. Danke, ihr habt mir die Fahrt etwas versüßt und die Fahrt war eigentlich ganz okay. Und diejenige, die gefahren ist, die ist wirklich top gefahren. Und die andere, die hinten bei mir gesessen hat, hat mich auch sehr gut abgelenkt. Danke dafür. So, dann komme ich da in dem nächsten Krankenhaus an. Alles gut und schön. Erstmal die Notaufnahme, Röntgen nochmal. Dann komme ich in die, ist so eine Kabine gewesen da, wo, das war ein großes Krankenhaus, da sind 6, 7, 8, 10 Kabinen, wo man dann da drin liegt. Und dann nochmal die Geschichte. Ich habe in dem anderen Krankenhaus eine Gipsschiene bekommen, die haben die entfernt, haben mein Bein hochgenommen und dann ging es wieder los. Schmerzen, ich habe das Krankenhaus zusammengeschrien. Unfassbare Schmerzen, ihr könnt euch das nicht vorstellen, was das für Schmerzen waren. Ich kann euch nur eins sagen, brecht euch niemals so das Bein, wie ich das gemacht habe. Es ist kein Spaß, lasst es einfach sein. So, Geschichte geht weiter. Dann habe ich eine Spritze bekommen. Ich habe keine Ahnung, was drin war. Irgendein extrem starkes Schmerzmittel. Dann haben die Schmerzen langsam nachgelassen, aber auch nur langsam. Dann wurde das Bein wieder verbunden in ein, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, wo man das Bein dann reinlegt. So ein Beinhaltergerät, würde ich jetzt sagen. Ich habe keine Ahnung, so aus Schaumstoff. Falls einer weiß, wie dies heißt, wo man die Beine dann reinlegt, könnt ihr mir schreiben. Dann soweit, so gut. Die erste Nacht dann im Zimmer. Alleine. Was ich auch wollte. Und hiermit möchte ich jetzt dann das Video auch beenden. Falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht, hört euch das nächste Video an. Ich kann keine langen Videos machen. Ich bin froh, dass ich das Video jetzt gemacht habe. Weil ich weiß, die meisten haben meinen Post vielleicht nicht gelesen unter meinem letzten Video. Und deswegen wollte ich mich einfach nur nochmal melden. Ich werde auf jeden Fall in 2, 3 Tagen mal schauen, wie es mir geht. Euch die Geschichte weitererzählen. Es wird noch spannend, Freunde. Es wird nervig. Und es wird schmerzhaft. Also für mich. Und wie gesagt, schaut dann beim nächsten Video wieder rein, wenn es heißt, die Story von meinem Beinbruch. So, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bleibt gesund. Brecht euch nichts. Bis zum nächsten Video. Ciao.